Die Möbeltischlerei von Günther Derweritsch. Laut Datenschutzgrundverordnung dürfen personenbezogene Kundendaten hier nur unbedingt erforderlichen Mitarbeitern zugänglich gemacht werden. Deshalb kommt hier alles, was Rückschlüsse auf die Kundschaft zulässt, in eine Extramappe. Beide Mappen müssen zur Auslieferung wieder zusammengeführt werden. Bürokratie für ein 7-Personen-Unternehmen, nur um der Datenschutzgrundverordnung gerecht zu werden. Für mich als Kleinbetrieb untragbar an sich jetzt, auch vom Mehraufwand, auch von den Gefahren, der Fehler, die sich da einschleichen können. Auch andere Unternehmen sehen die Datenschutzgrundverordnung gut 2,5 Jahre nach Inkrafttreten mehr als nur skeptisch. Laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom hat bisher nur jedes 5. Unternehmen die DSGVO vollständig umgesetzt. 89% meinen, sie sei praktisch nicht vollständig umsetzbar. Bei mehr als jedem 2. Unternehmen sind neue innovative Projekte ihretwegen gescheitert. Den Ruf aufpolieren könnte mehr Beratung durch die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer. Ich meine, für kleine und mittelständische Unternehmen, auch für die Vereine zuständigen Landesdatenschutzkollegen, sind teilweise massiv unterbesetzt, was das Personal angeht. Hier müssten die Landesregierung und Landesparlamente personell aufstocken. Jede Stelle, die man dort investiert, ist auch Wirtschaftsförderung. Damit würde Günther Derweritsch viel Geld für externe Beratung und interne Schulung sparen und Nerven für die Zettelwirtschaft. Ich begrüße in Berlin den rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann. Herr Kugelmann, seit 2 Jahren ist die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, in Kraft. Ist sie ein Erfolg oder ist das Ergebnis nach 2 Jahren eher durchwachsen? Die Grundverordnung als solche ist meines Erachtens in der Tat ein Erfolg. Alle haben Datenschutz auf dem Schirm. Das war vorher nicht so. Aber natürlich hat sie auch noch Schwächen. Sie hat 2 große Schwächen. Das eine ist das Verständnis von Datenschutz, wird vielfach als Verhinderung, als Bürokratie gesehen und zu wenig als Chance, als die Möglichkeit, im Prozess moderner Digitalisierung sich einzurichten. Und das zweite ist, dass die Behörden in der Zusammenarbeit noch besser werden müssen, europaweit. Aber wir sind ja auch erst 2 Jahre dran. In unserem Bericht vorhin haben wir gesehen, wie in einem kleinen Betrieb damit umgegangen wird. Kann man da zwischen kleinen und großen Betrieben unterscheiden? Nun, klein und groß ist kein Unterscheidungsmerkmal. Auch ein kleiner Betrieb, der Gesundheitsdatenabrechnungen macht, geht mit sensiblen Daten um. Ein großer Betrieb, der im Bauwesen tätig ist, vielleicht mit weniger sensiblen Daten. Es geht eigentlich darum, wer hat Datenverarbeitung, die ein hohes Risiko beinhalten, dass eben Daten verloren gehen, Daten fehlgeleitet werden, dass da Verstöße passieren. Und dort muss man ansetzen. Aber wie kann es sein, dass der Handwerker seine Daten aufwendig schützen muss, gleichzeitig aber in der Corona-Pandemie jedermann seine privaten Daten zum Beispiel in einem Restaurant offenlegen muss? Nun, der Handwerker hat ja im Dauerbetrieb Kundendaten, er hat auch Personaldaten. Und das sind immer schon Datenfragen gewesen. Und in Zeiten, wo man eben leicht mit anderen Daten verknüpfen kann, muss man da mehr aufpassen. Die Gästelisten etwa im Corona-Bereich dienen ja einem bestimmten Zweck. Auch das ist einfach eine Regelung, die datenschutzkonform ausgestaltet werden muss. Da geht es eben darum, dass dann in der Tat pro Gast ein Blatt und nicht große Ringbücher und ähnliche Konglomerate rumliegen, wo jeder reingucken kann. Es geht darum, dass jeder grundsätzlich bestimmen können soll, was mit seinen Daten passiert und wer das zur Kenntnis nimmt. Und dafür muss man eben Vorsorge treffen. Nun kommt ja die nächste Stufe, nämlich die E-Privacy-Verordnung. Was können wir denn darunter verstehen? Die E-Privacy-Verordnung ist eigentlich eine Spezialregelung. Also es gibt die allgemeine Grundverordnung, die gilt für alle und alles. Aber natürlich gibt es auch Spezialregelungen, um noch mit den besonderen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die E-Privacy-Verordnung ist eine Spezialregelung im Bereich Telemedien, Telekommunikation. Also sowas wie Messenger-Dienste, sowas wie Suchmaschinendienste, die Telekom. Da sind Spezialregelungen sinnvoll. Da wird allerdings schon ganz lange verhandelt, weil das hochstreitig ist. Sollen die Spezialregelungen schlechter, schärfer oder weniger scharf sein als die Grundverordnung? Die deutsche Ratspräsidentschaft hat das mit auf die Agenda in der Europäischen Union jetzt gebracht, wollte eigentlich bis Ende des Jahres auch dann Abschluss erzielen. Aber das Thema ist so streitig und durch Corona alles ein bisschen ins Rutschen gekommen, dass wir uns nicht sicher sind, ob das klappt. Wenn es denn klappt, wie müssen sich die Betriebe darauf einstellen? Nun, wenn es klappt, wird es einfach so sein, wer mit sensiblen Daten umgeht, muss was machen. Und insbesondere geht es darum, die Leute zu informieren. Also Datenschutz dient ja nicht dazu, die Leute zu ärgern, sondern Grundrechte zu schützen. Es geht um das Grundrecht auf Datenschutz.
darum, dass mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger Geschäfte gemacht werden. Das kann man akzeptieren, das kann man wollen, aber man muss es regeln. Man muss es so regeln, dass die Leute eben möglichst viel Einfluss darauf haben, welche Daten von wem wie verwertet werden. Und das ist im Telekommunikationsbereich noch mal mehr der Fall. Wenn Sie an die Cookies und ähnliche Dinge denken, die wir alle auf dem Bildschirm haben und man klickt oder man klickt nicht, man muss eben wirklich so einwilligen und so klicken, dass man weiß, worum es geht. Und das möglichst verständlich zu machen, das ist eine Herausforderung, der sich die Unternehmen stellen müssen. Der Branchenverband Bitkom hat deutliche Kritik an der Datenschutzgrundversorgung geübt und spricht davon, dass vielen Firmen erschwert wird, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Nehmen Sie diese Kritik ernst? Nun, die Kritik der Bitkom nehmen wir insoweit ernst, natürlich, als es da genau um diese Unternehmen geht, die eben in diesem Medienbereich, in diesem Datenbereich arbeiten. Andererseits muss man auch sagen, es ist auch eine Interessenvertretung, also natürlich ist es auch Jammern auf hohem Niveau. Also es geht schon darum, dass gerade die, die sich auskennen, das sind ja die, die viel mit Dingen zu tun haben wie Daten, ja, das sind ja Telekommunikationsunternehmen, dass die, die sich auskennen, auch die Chancen ergreifen sollten. Und statt immer zu sagen, oh, das ist alles zu schlimm und zu streng, wäre es aus meiner Sicht viel sinnvoller zu sagen, okay, wo liegen denn unsere Chancen, auch im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, auch im Vergleich zu chinesischen, amerikanischen Märkten. Also es geht auch darum, den europäischen Weg für Datenverarbeitung zu formulieren. Und das sollten wir gemeinsam tun. Und dieser europäische Weg heißt eben, erstmal Bürgerrechte, erstmal gucken auf die Leute, erstmal gucken auf ihre Rechte und Freiheiten, dann mit der Wirtschaft in Einklang bringen und daraus ein Wettbewerbsmodell zimmern. Dieter Kugelmann, der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte. Herzlichen Dank nach Berlin. Vielen Dank.